Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wir spielen heute wieder die Sims 2, die Gold Edition in der History Kollektion. Heute wieder mit der Weltkampagne. Und ich würde sagen, diesmal legen wir aber nicht nochmal mit der Mission erstmal los, mit der wir das letzte Mal gescheitert sind, sondern wir versuchen erstmal die anderen soweit zu lösen. Drei Teile haben wir schon eingenommen. Jetzt gehen wir erstmal nach Nordamerika. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück, ob das so klappt oder nicht. Gut, würde ich sagen, starten wir mal mit Nordamerika. Und da sind wir schon direkt da. Da würde ich sagen, bauen wir hier erstmal wieder Steinbrüche auf. Zack, machen das Ganze ein bisschen schneller. Holzfäller. Brauchen auf jeden Fall auch gleich wieder eine Beschriftung. Wir können hier aber auch schon mal die Grundversorgung mit Sägewerk machen. Aber was ganz wichtig ist, sind die Baracken natürlich. Einmal hier oben. Einmal hier unten. Und weil hier so viel Wild rumrennt, natürlich auch ein Jagdhaus. Ich bin jetzt nochmal überlegen, machen wir das jetzt schon dran? Ja, machen wir es einfach mal. So, gucken wir mal, wie viele Gegner haben wir da? Zwei Stück, die sich gegen uns verbündet haben, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Gut, Holz wird auf die oberste Stufe. Und dann schauen wir einfach mal. So, Holzfäller ist jetzt fertig. Fehlen quasi nur noch die anderen Teile. Mach hier mal ein bisschen lauter. Moment. Okay, so müsste es gehen. So, hier oben machen wir gleich nochmal eine Fischerhütte mit hin. Damit die Grundnahrungsversorgung erstmal so ein bisschen gewährleistet ist. Hier drüben haben wir als einziges nichts hingebaut. Forsthaus sollte hier auch nicht fehlen. Gleich hier eine Baracke mit hin. Verteilen uns hier erstmal so ein bisschen. Gleich mal die erste Farm noch mit aufbauen. Und dann geht's schon direkt weiter. Ah, ist ein bisschen ungünstig gelöst hier mit diesem Weg hier. Moment. So, machen wir es so. Hier drüben haben wir wieder extrem viel Holz und vielleicht sogar schon was zum Abbauen. Da können gleich mal unsere Erkundungsteams mit hin. Ja, noch sind sie alle am Bauen. Kurz mal hier umsetzen. So. Wir müssen natürlich wieder dran denken, überall Goldannahme zu sperren. Obwohl ich glaube, wir haben sowieso noch nicht so viel Gold. Na, hier oben wartet schon eine große Fläche auf uns. Sehe ich doch auf den ersten Blick hier. Okay, hier drüben geht's auch schon weiter. Hier können wir viele Fischerhütten bauen. Ah,
Das sollten wir natürlich mit nutzen. Zack. Hier haben wir ja schon mal eine. Dann bauen wir hier gleich noch eine. Verbinden das alles so ein bisschen. Na, hier unten können wir mal eine größere bauen. Eine größere Baracke. Hier möchte ich gleich mal die ersten Geologen mitsehen. Die hier mal ein bisschen nachgucken. Geht mal mit hier auf die Seite. Hier bitte auch nochmal ein Jagdhaus mit hin. So. Ein Bauernhof. Hier möchte ich schon mal die erste Brauerei mit Brunnen. Und dann schauen wir mal, was hier so rauskommt. Vielleicht können wir jetzt schon mal Rüstung produzieren. Ja, außer Wasser haben sie bisher noch nicht viel gefunden. Können wir auch erstmal sperren. Die erste Kohle haben wir da. Gut. Bauen wir jetzt hier erstmal eine, Eisenschmelze. Und vielleicht sogar schon mal eine Schlosserei. Die werde ich dann aber auch sperren. Genauso wie eine Schmiede. Drei Teile, die hier gebaut werden sollen. Hier machen wir uns schon mal direkt daran. Ah, ich sehe schon. Uns fehlt auch noch ein paar Holzfäller. Ja, ich will hier gerade wieder sehr viel bauen. Da muss ich mich bemühen, dass das jetzt nicht so viel Überhand nimmt hier. Geht mal hier mit... Nee, das lassen wir am besten. Und Eisen. Sehr gut. Schon mal viel wert. Hier am besten gleich weitergehen. Okay, hier bauen sie, wie gesagt, noch. Hier sperren wir gleich wieder. Hier auch. Und dann können wir direkt hier den nächsten mit hinbauen. Ja, die Baracken, das geht halt wirklich noch sehr schnell, ne? Aber ich sehe auch schon, hier oben geht es sogar weiter mit dem ganzen Bergbaugebieten. Kommt da oben direkt nächster hin. Oh, sehr gut. Noch mehr Eisen. Eisen und Kohle, also das haben wir ja wirklich mehr als genug. Müssen wir mal gucken, was fehlt uns denn an Produkten, die wir hier brauchen könnten. Spitzhacken. Sehe ich schon auf dem ersten Blitz. Spitzhacken. Blitzblick. Aber wir haben dafür 10 Bergarbeiter. Also brauchen wir die jetzt erstmal noch nicht so unbedingt. 10 Bergarbeiter, 2 Angeln. Da könnten wir zum Beispiel auch schon mal ansetzen. Was ich jetzt gerne machen würde, wären trotzdem Spitzhacken. Aber ich will natürlich auch viel mehr Angeln haben. Der Rest ist für mich erstmal im Großen und Ganzen irrelevant. So. Ich möchte aber auch, dass bei der Verteilung die Schlosserei auch was abkriegt. Zu beiden Teilen gleichzeitig. Hier gleich Kohle und Eisenbergwerk zu gleichermaßen.
Gut, dann schauen wir hier gleich mal weiter. Wir haben aber auch wirklich sehr viel Wild, sehe ich. So, gleich hier mit dem Weg, mit dem Bauen. Viecherhütten. Sehr gut. Hier können schon mal beliefert werden. Und wir haben jetzt schon zwei Bauern, die helfen können. Unsere Brauerei kriegt schon ihre erste Lieferung. Hier unten bitte mal eine kleine Baracke mit hin. Ah, hier haben wir aber auch sehr viel zum Einreißen. Das kann hier alles weg. So, ich glaube, hier unten könnten wir quasi... Entweder reißen wir das auch weg oder hier unten könnten wir auch vielleicht ein Forsthaus bauen. Heute ist das gar nicht so leicht mit dem Sitzen. Aber ich finde schon mal eine passende Streaming-Position. Das dauert bloß noch ein bisschen. Goldsperren. Hier möchte ich eine Fischerhütte haben. Gut, wir bauen jetzt hier die ersten Farmen nochmal mit hin. Also ich glaube, wir haben oben schon welche. Aber hier ist so guter Platz, wir machen einfach noch eine Farm mit. Dann möchte ich aber auch schon meine erste Schweinezucht mit her haben. Kommt in unmittelbarer Nähe. Hier auch gleich nochmal am Brunnen mit, ganz klar. Und, was wir nicht vergessen dürfen, die Fleischerei. Da. Zack. Und zack. Und hier machen wir direkt weiter mit einer weiteren Baracke. Geht auch noch mit ran. Da auch noch mit ran. Der wird schon seinen Weg finden. Wie gesagt, immer wieder an das Sperren denken, nicht vergessen. Vielleicht reißen wir auch das alles nieder und suchen uns hier unten noch so einen perfekten Platz, wo wir weiteres Zeug machen können. Obwohl, wir könnten eigentlich hier noch ein Forsthaus bauen. Das stört ja hier in der Mitte nicht. Da haben sie ja genug Platz eigentlich. Ach, hier unten haben wir jetzt... Wir haben jetzt schon eine Forsthaus, da brauchen wir ja das eigentlich nicht. Ich sehe es gerade, wir haben das hier unten gebaut. Dann macht aber mal bitte noch ein zweites Sägewerk mit hin. Oder? Moment, wo geht der hin? Haben wir schon eins gebaut? Nee, das ist der Schreiner. Gut. Ein zweites Sägewerk mit hin. Gleich wieder an der Hauptstraße mit anbringen. So, hier haben wir weitere Kohle. Und ich möchte auch, dass hier noch ein bisschen mitgeguckt wird, was wir hier so haben. Wir werden das schleunigst abbauen wollen, alles. Ja, momentan geht es noch mit der Versorgung. Das muss aber noch besser werden. Jetzt haben wir hier zum Beispiel nichts mehr. Ein Sägewerk hat man ja gebaut. Das andere müsste jetzt im Bau sein. Ah, wird noch gebaut. Ah, er hat jetzt viel zu tun. So, die anderen Teile werden noch gebaut. Baracke müsste jetzt noch fertig gemacht werden. Der ist wirklich zu 100% ausgelastet.
Aber es ist schon mal gut, dass jetzt gleich zum Sägewerk was gekommen ist. Weitere Kohle. Bis hier runter. Immer wieder Kohle, Kohle, Kohle. Ich hoffe bloß, sie kriegen das zweite Sägewerk jetzt schnell noch fertig, dass wir hier eine doppelte Versorgung haben mit Holz, weil das sieht ja wirklich sehr eng aus. Aber das sieht sehr gut aus. Also das Gerüst steht schon mal, da werden sie da genug Holz hingebracht haben. Da würde ich auch sagen, machen wir hier noch einen nächsten Holzfäller mit hin, damit das hier noch alles wegkommt. So, Eisen wird schon mal produziert. Sehr gut. Hier haben wir sogar das erste mit drin. Bloß halt mit dem Holz. Das muss noch ein bisschen warten. In der Zwischenzeit kann er ja schon mal loslegen mit produzieren. Weil Bier haben wir ja schon mal drin. So, wie sieht's denn aus? Hat schon jemand Goldmützen von euch? Nein, Gott sei Dank. Also noch keine Panik haben. Läuft bisher ganz gut. Ah, und das zweite Sägewerk ist auch fertig. Ihr könnt ja schon mal schauen. Hier oben, das wird jetzt demnächst noch fertig, was hier oben so ist. Und wir haben schon Gold gefunden. Na, das ist doch mal interessant. Sehr gut, da könnten wir gleich unsere Produktion ein bisschen umstellen auf Münzen. Erstmal noch sperren. Na, da warten wir es mal ab. Also wenn hier unten schon mal Gold ist, das sind wir auf einem sehr guten Weg. So, wie sieht's aus? Da brauchen wir wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Kohle. Ich hoffe, die finden wir da oben. Nee, aber das freut mich, dass wir jetzt schon Gold gefunden haben. Muss natürlich auch kein gutes Zeichen sein. Kann natürlich auch bedeuten, dass der Gegner dann auch nicht mehr weit ist. Weiß man alles nicht. Bei einem Strategiespiel wie Siedler kann der Gegner ganz schnell mal vor der Tür sein. So, hier läuft also, wie gesagt, die Produktion langsam an. Brauerei ist noch am Arbeiten. 13 Bier, das läuft doch schon mal super. Wie sieht es eigentlich aus mit der Schweinezucht? Da wird noch... Da fehlt es noch am Holz, aber ist nicht schlimm. Ah, hier oben geht es dann eher mehr ans Eisen. Hier unten sieht es vielleicht schon gut aus, dass wir noch ein bisschen Kohle treffen könnten. Die Barke haben wir ja auch schon gebaut. Die muss, beziehungsweise die muss noch gefertigt werden. So, produziert in aller Ruhe weiter. Es fehlt wirklich momentan noch am Holz. Aber die produzieren schon wie heftig. Bin schon am überlegen, ob man vielleicht zur Not erstmal vorübergehensweise noch, machen wir jetzt auch, ein drittes mitbauen. Damit das hier vorangeht. Wir müssen schneller werden. Sägewerke bauen sie ja meistens mit ab 1. mit auf. Ah, hier machen wir mal eine direkte Verbindung mit. Ja, viele Baustellen.